bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Der Naturpfad. Peppa und ihre Familie fahren heute aufs Land. Papa, was gibt es auf dem Land eigentlich zu sehen? Zum Beispiel Vögel, Bienen, Blumen und Bäume. Sausia! Nein, Schorsch. Ich glaube nicht, dass wir auf dem Land Dinosaurier sehen. Hier beginnt der Naturpfad. Wir sind da! Hurra! Papa Wutz, vergiss das Picknick nicht. Hoho, wie könnte ich nur? Papa, woher wissen wir, wo wir langgehen müssen? Kinderspiel. Laut Wanderkarte müsste genau da ein Zeichen sein, wo der Weg beginnt. Hier. Gut gemacht, Papa Wutz. Oje, Papa Wutz hat das Picknick vergessen. Peppa, was hast du schon Spannendes entdeckt? Nur Bäume und Bäume und noch mehr langweilige Bäume. Peppa, hast du dich auch richtig umgesehen? Hab ich. Ich gucke mich richtig doll um. Und trotzdem sehe ich nirgendwo... Oh, was ist das? Peppa hat Fußspuren entdeckt. Von wem sind die Fußspuren? Sausia! Oh, Schorsch! Das sind doch keine Dinosaurierspuren! Wir folgen den Fußspuren und gucken, wer sie gemacht hat. Ja! Psst. Wir müssen sehr leise sein, damit wir niemanden erschrecken. Ja, Mama. Schorsch? Psst! Psst! Peppa und Schorsch folgen den Fußspuren. Guckt! Ein kleiner Vogel hat die Fußspuren gemacht. Er ist auf den Baum geflogen. Wo? Hier, Peppa. Guck mal durch das Fernglas. Das Fernglas lässt alles größer aussehen. Ich sehe ein Küken. Zwei, drei kleine Küken. Oh, was die wohl gerne essen? Die essen ja Würmer. Das ist ja eklig. Schorsch hat noch mehr Fußspuren entdeckt. Guck. Was für winzige Fußspuren. Die Fußspuren stammen von Ameisen. Sie sammeln Blätter zum Essen. Machen Sie sich einen Salat zum Mittag? Ja. Wo wir gerade davon sprechen, wie wär's mit Picknick? Oh, das Picknick. Papa Wutz, du hast das Picknick im Auto vergessen, oder? Ja, aber das ist kein Problem. Wir gehen zum Auto zurück und essen da. Und wo entlang geht's zum Auto? Wir gehen der Karte nach. Hier entlang. Wie kommt denn der Baum dahin? Er ist nicht auf der Karte. Oh, Papa Wutz, wir haben uns verirrt, nicht wahr? Ja. Wie finden wir denn jetzt unser Auto wieder? Schorsch hat noch mehr Fußspuren entdeckt. Oh, was für große Fußspuren. Sausia! Sehr interessant. Was? Hat Schorsch wirklich ganz echte Saurierspuren entdeckt? Nein, das sind unsere Fußspuren. Und wenn wir unseren Fußspuren folgen, dann finden wir auch den Weg zurück zu unserem Auto. Und zum Picknick. Hurra! Hoho, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Wir haben es gleich geschafft. Oh, das kommt jetzt aber überraschend. Glücklicherweise habe ich unseren Regenschirm dabei. Der Regen wäscht die Fußspuren fort. Wie finden wir jetzt bloß unser Auto? Und unser Picknick. Da, die Enten. Sie tauchen immer auf, wenn es irgendwo Picknick gibt. Entschuldigt, Enten. Wir haben leider kein Picknick dabei. Wir finden es nicht. Ich weiß was. Enten, könnt ihr uns bitte helfen, unser Picknick zu finden? Wir sind da. Hurra! Danke, liebe Enten. Ich liebe Naturpfade. Ja, und ich liebe Picknick. Und die Enten lieben Picknick. Und die kleinen Vögel lieben Picknick. Und die Ameisen lieben Picknick. Alle lieben Picknick. Ein sehr heißer Tag. Die Sonne scheint. Es ist ein sehr heißer Tag. Was für ein schöner heißer Tag. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Sie wollen durch die Matschepfützen springen. Ich liebe Matschepampe. Oh. Oh je, die Sonne brennt so heiß, dass alle Pfützen ausgetrocknet sind. Mama, Papa, die
Pfützen sind alle hart. Wir können nicht mehr reinspringen. Nicht schlimm, Peppa. Es ist heute so warm, ihr könnt stattdessen im Planschbecken baden. Das Planschbecken, toll. Zieht erst mal eure Badeanzüge an. Ja, Mama. Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß. Ihr braucht Sonnencreme. Das ist ölig und eklig. Bäh. Hohoho, macht nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Babyeier leicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Eiscreme, Eiscreme! Frau Mümmel, die Eiscreme-Frau! Eiscreme! An sehr heißen Tagen verkauft Frau Mümmel Eiscreme. Mama, Papa, kriegen Schorsch und ich ein Eis? Na klar, schließlich ist heute ein besonders heißer Tag. Hurra! Bringt ihr mir auch ein Eis mit? Alle mögen Eiscreme. Hallo, Mama Wutz, Peppa und Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Was hättet ihr denn gerne? Kann ich bitte ein Hörncheneis haben? Aber natürlich, Peppa. Danke. Dasselbe für mich und für Papa Wutz, bitte. Und was darf es für den kleinen Schorsch sein? Saurier. Einen Saurier? Dummer Schorsch. Sausier ist das einzige Wort, das Schorsch sagen kann. Tja, zufälligerweise habe ich gerade ein Saurier-Eis für dich dabei. Schorsch, nun iss mal dein Eis, bevor es schmilzt. Schorsch findet das Saurier-Eis so schön, dass er es nicht essen will. Danke sehr, Frau Mümmel. Genieß das Wetter. Schorsch, du solltest dein Saurier-Eis jetzt wirklich essen, bevor es schmilzt und zu Boden fällt. Oh je, Schorsch Saurier-Eis ist geschmolzen und runtergefallen. Wein doch nicht, Schorsch. Papa gibt dir von seinem Hörncheneis bestimmt gerne was ab. Es ist so heiß, dass Papa Wutz eingeschlafen ist. Papa Wutz sieht erhitzt aus. Wir spritzen Wasser auf Papa, dann kühlt er ab. Gute Idee, Peppa. Baby, was? Du warst ganz rot und heiß, Papa Wutz. Wir haben dich mit Wasser bespritzt. Oh, verstehe. Danke, Peppa. Schaut, die Pfützen. Los, Schorsch, wir holen die Stiefel. Peppa und Schorsch tragen ihre Gummistiefel. Peppa und Schorsch mögen heiße Tage. Aber noch lieber mögen sie Pfützen. Die Brieffreundin. Peppa und ihre Freunde sind in ihrer Spielgruppe. Kinder, wer von euch möchte einen Brieffreund? Ich! Was ist ein Brieffreund? Ein Brieffreund ist ein Mädchen oder Junge, mit dem ihr euch Briefe schreibt. Dieses Mädchen lebt in Frankreich. Sie heißt Elena Esel. Kann Elena Esel meine Brieffreundin sein? Natürlich, Peppa. Hurra! Es ist früh am Morgen. Herr Zebra, der Postbote, bringt die Post zu Peppas Haus. Post! Peppa und Schorsch lieben es, wenn die Post kommt. Der ist für Fräulein Peppa Wutz. Das bin ich! Mama, kannst du ihn mir vorlesen? Natürlich. Er ist von Elena Esel. Meine Brieffreundin! Was schreibt sie denn? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mama, warum sagst du so komische Wörter? Das ist Französisch, Peppa. Es heißt, hallo, wie geht es dir? Und was schreibt sie noch?
Ich helfe mal. Jaime, les princesses, et jour avec mes amis. Kluger Papa. Ich bin Französisch-Experte. Und was bedeutet das? Papa Wutz putzt seine Brille, damit er den Brief besser lesen kann. Da steht gar nichts. Nur Unsinn. Es heißt, ich liebe Prinzessinnen und spiele gerne mit meinen Freunden. Genau das wollte ich sagen. Ich möchte Französisch sprechen. Vielleicht kannst du ja mit Elena Esel reden. Wie denn? Ihre Telefonnummer steht hier auf dem Brief. Yippie! Bonjour. Est-il possible que Peppa parle à Elena? Mama Wutz fragt, ob Peppa mit Elena sprechen kann. Hallo. Bonjour. Bonjour. Was soll ich jetzt sagen? Comment ça va? Comment ça va? Wiedersehen. Au revoir. Au revoir. Was hat sie gesagt? Das war Französisch. Bonjour, Georges. Comment ça va? Peppa fragt, wie geht es dir auf Französisch? Sausia! Nein, Georges, so spricht man kein Französisch. Es ist morgen und der Zebra, der Postbote, bringt die Post zu Peppas Haus. Post! Hurra! Gibst du mir meinen Brief von Elena, bitte? Tut mir leid, Peppa. Kein Brief für dich dabei heute. Oh. Wer könnte das wohl sein? Bonjour, ich bin Elena Esel. Ich möchte Peppa besuchen. Es ist Elena! Bonjour! Bonjour, Peppa. Ihr seid meine Mama und Papa und mein Bruder Emil. Bonjour! Das sind meine Mama und Papa und mein kleiner Bruder Schorsch. Guten Tag! Sausia! Sprechen Sie Französisch, Herr Wutz? Ich bin Französisch-Experte. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Ja. Elena, wir können hier herumspringen. In Matschepfützen. Elena versteht Peppa nicht. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa versteht Elena nicht. Alles ist so anders in Französisch, Papa. Komm schon, Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Aha, das wollte ich ja dir gerade zeigen. Bei uns heißt das, in Matschepfützen herumzuspringen. J'adore in Matschepfützen herumzuspringen. Alle auf der ganzen Welt lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Der Fahrradausflug. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und Schorsch frühstücken gerade. Heute ist ein guter Tag für einen Fahrradausflug. Ein Fahrradausflug. Juppie. Peppa und Schorsch lieben es, Fahrrad zu fahren. Peppa hat ihr Fahrrad. Schorsch hat sein Dreirad. Mama und Papa haben ihr Tandem. Was ist das? Das ist unser Fahrrad. Ich sitze hier vorne und Mama Wutz sitzt da hinten. Und wir können noch diese Sitze dran machen für Peppa und Schorsch. Aber wir möchten lieber mit unseren eigenen Rädern fahren. Schorsch ist ein bisschen zu klein. Seine Beine werden sehr schnell müde. Aber ich bin ein großes Mädchen und werde nicht müde. Es wird ein langer Ausflug, Peppa. Bist du sicher? Ja, Papa, ganz sicher. Na gut, sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Hui! Ich gewinne. Das ist doch kein Rennen, Peppa. Das ist ein gemütlicher Fahrradausflug. Ja, Papa, aber ich gewinne immer noch. Jetzt gewinnen wir aber. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Peppa, wir haben gewonnen.
Nein, habt ihr nicht, Papa. Ich habe ja diesmal gar nicht mitgemacht. Aber jetzt wieder. Mich kriegt ihr nicht. Du freches kleines Schweinchen. Hallo, Enten. Wir machen einen Fahrradausflug. Hallo, Enten. Ach, oh, ich hatte vergessen, wie sehr ich Fahrradfahren liebe. Oh, ich hatte vergessen, wie sehr ich es hasse, bergauf zu fahren. Das Gelände ist ziemlich steil. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Aber seht doch mal die schöne Aussicht. Oh, du liebe Güte, ist das anstrengend. Mama Wurz, du trittst ja gar nicht. Oh, entschuldige, Papa Wurz, ich habe die Aussicht genossen. Peppa und ihre Familie sind oben auf dem Hügel angekommen. Alle Freunde von Peppa sind auch da. Hallo, Peppa. Hallo. Wir wollen mit unseren Rädern ein Rennen machen. Peppa, fährst du beim Rennen auch mit? Oh ja, aber nur, wenn wir bergab fahren. Ja, gut. Peppa und ihre Freunde machen ein Wettrennen den Hügel hinab. Seid ihr alle fertig? Fertig! Ihr fahrt los, wenn ich hier mit hupe. Wie jetzt? Hui. Pedro ist zu früh losgefahren. Stopp, Pedro! Das Rennen hat noch nicht angefangen. Entschuldigung, Herr Wutz. Ich wollte euch doch nur zeigen, wie die Hupe klingt. Nämlich so. Hui! Stopp! Stopp! Entschuldige, Pedro. Diesmal war es mein Versehen. Wenn ich jetzt das nächste Mal hupe, könnt ihr los. Hat er gesagt los? Ich glaube ja. Los, los, los! Fahr los, Peppa! Aber Papa, du hast doch noch gar nicht gehupt. Klausi Kleff fährt vorne weg. Wartet auf mich! Hui! Ich gewinne! Gut gemacht, Peppa! Ja, ich bin sehr gut im Bergabfahren. Für Peppas Freunde wird es Zeit, nach Hause zu fahren. Wiedersehen, Peppa! Wiedersehen! Für uns wird es auch Zeit, Peppa. Mami, ich bin aber müde. Das ganze Bergauf- und Bergabfahren hat meine Beine ganz müde gemacht. Darf ich bei euch mitfahren? Aber wo soll Papa Wutz dann sitzen? Papa kann mein Rad haben. Es ist sehr schön. Oh, na gut. Ich liebe das Tandem. Papa, magst du mein Fahrrad auch? Ja, Peppa. Es ist sehr schön. Buden. Peppa und Schorsch sind in Oma und Opa Wutz Garten. Sie wollen im Baumhaus spielen. Peppa und Schorsch lieben ihr Baumhaus. Da kommen die Freunde von Peppa und Schorsch. Zoe, Luzi, Luisa und Linus. Ich mag euer Baumhaus, Peppa. Dürfen wir reinkommen? Ja! Jetzt können wir Teekränzchen spielen. Da sind Klausi und Pedro. Nee. Hallo, Peppa. Dürfen wir reinkommen? Tut mir leid, Klausi. Nur Mädchen dürfen ins Baumhaus. Jungs sind uns ein bisschen zu laut. Und immer stören sie die Teekränzchen. Aber Schorsch und Lino sind Jungs. Oh, ja. Tut mir leid, Schorsch. Dieses Baumhaus ist nur für Mädchen. Was ist los? Die Mädchen lassen uns nicht in ihr Baumhaus. Das ist nicht fair. Hoho, ich denke, ich kann euch helfen. Kommt mal mit. Jetzt machen wir uns ein schönes und ruhiges Teekränzchen. Was ist das für ein Krach? Fertig. Jetzt habt ihr Jungs eure eigene Bude mit einer eigenen Zugbrücke. Eine Burg! Danke, Opa Wutz. Dürfen wir reinkommen? Nein, das ist eine Jungsbude und nur für Jungs. Aber ich liebe Burgen. Burgen sind nicht so gut wie Baumhäuser. Kommt, Mädels. Ich bin der König der Burg. Jede Burg braucht eine Flagge. Toll! Sie haben eine Flagge. Wir brauchen keine doofe Flagge.
Da kommt Oma Wutz. Hallo Mädchen, braucht ihr noch irgendwas? Eine Flagge bitte. Aber sie muss besser sein als die Jungsflagge. Ich schau mal, was ich tun kann. Ich bin der König der Burg. Hoho, jede Burg braucht auch ein Telefon. Halt das mal. Haltet die Schnur schön straff. Dann könnt ihr mit den Jungs sprechen. Wir wollen nicht mit den Jungs sprechen. Und wir wollen nicht mit den Mädchen sprechen. Oma Wutz hat eine Flagge für die Mädchenbude gefunden. Dieses Kleid ist eine gute Flagge. Danke, Oma. Sie ist aber nicht so gut wie die von den Jungs. Ich wünschte, wir könnten in die Burg. Märchenprinzessinnen leben in Burgen. Wenn ich eine Märchenprinzessin wäre, dann würde ich im Baumhaus leben. Können wir rüberkommen? Bitte. Nur wenn ihr sagt, dass die Burg besser ist. Sie ist besser. Ich bleibe in meinem Baumhaus. Ich mag die Burg lieber. Oh je, es regnet und die Burg hat kein Dach. Wir gehen ins Baumhaus. Nein, ich verlasse meine Burg niemals. Es hat aufgehört zu regnen. Schorsch hat eine Matschepfütze entdeckt. Das macht Spaß. Ich bleibe in meiner Burg. Ich bleibe in meinem Baumhaus. Hoho, ich passe auf deine Burg auf, Klausi. Ich passe auf dein Baumhaus auf, Peppa. Peppa und Klausi lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Alle lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen, ob Junge oder Mädchen. Zoe Zebra, die Tochter des Briefträgers. Herr Zebra, der Briefträger, bringt einen Brief für Familie Wutz. Seine Tochter Zoe hilft ihm heute. Sie trägt auch Briefe aus. Klausi Kleff, Luzi Locke, Luisa Löffel. Peppa und Schorsch. Und jetzt nur noch diese hier. Gut, gehen wir und liefern sie aus. Ja, Papa. Post! Peppa und Schorsch lieben es, wenn die Post kommt. Hier sind zwei Briefe. Der ist für Papa Wutz. Wie aufregend. Lieber Herr Wutz, zahlen Sie Telefongebühren. Oh. Was sind Gebühren? Das klingt sehr langweilig. Gebühren sind auch langweilig. Mama, ist der andere Brief für dich? Nein, der hier ist für Peppa und Schorsch. Ui, ein Brief für Schorsch und mich. Ich lade euch zu meinem Geburtstag ein. Eure Zoe Zebra. Zoe hat Peppa und Schorsch zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen. Yippie! Ihr solltet Zoe einen Antwortbrief schreiben, damit sie weiß, dass ihr kommen wollt. Hilfst du uns beim Schreiben, Mama? Natürlich. Peppa und Schorsch schreiben Zoe eine Antwort. Was möchtet ihr gerne schreiben? Liebe Zoe. Liebe Zoe. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Wie wär's mit, wir kommen gerne zu deiner Party, viele Grüße, Peppa und Schorsch. Welcher Briefumschlag sieht am schönsten aus? Der rote. Fräulein Zoe Zebra. Und zu guter Letzt die Briefmarke. Der Brief kann nun verschickt werden. Das ist der Briefkasten. Und das sind Klausi, Luzi, Pedro, Luisa und Emily Elefant. Alle wollen einen Brief verschicken. Und hier kommt Peppa mit ihrem Brief. Rein damit. Und wie geht's weiter? Hallo alle miteinander. Hallo Peppa. Hast du meine Geburtstagseinladung bekommen? Ja. Und ich habe dir auch schon geantwortet. Oh, danke. Meine Güte, so viele Briefe heute. Und dieser Brief hier ist von mir. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Brief. Ist der für mich? Kann ich ihn aufmachen? Er ist für dich, Zoe. Aber zuerst muss er ausgetragen werden. So ist das nun einmal bei der Post. Oh,
Und weil es heute ganz besonders viele sind, fange ich jetzt mal an. Können Schorsch und ich auch mitkommen? Hopp an Bord, Peppa und Schorsch. Dann bis später. Peppa und Schorsch helfen Herrn Zebra, die Post auszutragen. Das ist das Haus von Familie Zebra. Dieser Brief ist adressiert an Fräulein Zoe Zebra. Fräulein Zoe Zebra. Fräulein Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. Hoho, alle Briefe sind für Zoe. Das ist mein Brief. Darf ich ihn austragen? Selbstverständlich. Peppa liebt es, Briefe auszutragen. Mami, guck mal. Die Briefe sind alle für mich. Oh, erstaunlich. Liest du sie mir vor, Mami? Liebe Zoe, ich komme sehr gern zu deiner Party. Dein Klausi Kleff. Luzi Locke schreibt, sie kommt auch gern zur Party. Und Luisa, Pedro, Emily, Molly, sie kommen alle gern zu deiner Party. Und dieser Brief hier ist von mir. Da steht, wir kommen gerne zu deiner Party. Mit vielen Grüßen, Peppa und Schorsch. Alle sind zu Zoes Party gekommen. Herzlichen Glückwunsch, Zoe. Boah. So viele Geschenke. Da wirst du aber viele Dankesbriefe schreiben müssen, Zoe. Oh, und wer wird wohl all die vielen Dankesbriefe austragen? Du natürlich, Papa. Ich helfe dir dabei.